Wir betreuen im ambulanten Setting natürlich auch einige chronisch kranke Kinder. Und da kam jetzt vermehrt von den Eltern die Frage auf, wie verhält es sich da eigentlich mit der Impfung? Welche Besonderheiten gibt es? Und ich habe mir gedacht, ich frage einfach mal einen Experten. In dem Fall habe ich den Bundessprecher des Bundesverbands für Kinder- und Jugendärzte gefragt, welche Besonderheiten es speziell für chronisch kranke Kinder gibt, welche Kinder präferiert geimpft werden sollten und was es überhaupt zu bedenken gibt und einfach ein paar allgemeine Informationen. Das Video schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, ich habe ein paar Fragen, weil es jetzt um die Impfung der Kinder geht, genauer gesagt der Kinder zwischen 5 und 11 Jahren. Und wollte mal fragen, wie Sie als Gesellschaft dazu stehen, dieser Impfung gegenüber. Also zunächst mal sind wir natürlich froh, dass es inzwischen eine Zulassung gibt für den Impfstoff. Wir erwarten jetzt noch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Die stellt dann letztendlich sicher, dass wir allen Eltern das auch tatsächlich empfehlen können und sagen können, die Impfung bringt tatsächlich mehr Nutzen, als sie Risiko bringt. Diese Daten liegen eben in noch nicht ausreichender Form vor, deswegen gibt es jetzt noch keine Empfehlung. Wir erwarten sie für Ende Dezember diesen Jahres, sowie auch den Impfstoff. Auch der Impfstoff liegt uns ja noch nicht vor, sondern wir erwarten auch diesen erst am 20.12.2021. Jetzt arbeite ich ja, beziehungsweise beschäftige ich mich schwerpunktmäßig mit der ambulanten pflegerischen Versorgung. Und da kam jetzt vermehrt die Frage auf, wie verhält es sich denn bei chronisch kranken Kindern? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Ja, natürlich wird es so sein, dass der Impfstoff für die schwer chronisch kranken Kinder als erstes empfohlen sein wird. Hier sind natürlich vor allen Dingen die Kinder mit sehr schweren Herzerkrankungen, mit sehr schweren Lungenerkrankungen oder auch Kinder mit einer Trisomie 21 betroffen. Also ja, in der Regel auch die Kinder, die in der ambulanten Pflege tatsächlich auch versorgt werden. Insofern ist es genau für diese Kinder natürlich interessant. Und hier werden wir natürlich auch die ersten Impfungen durchführen. Im Moment ist das nur off-label möglich. Also das ist natürlich eine andere Möglichkeit der Impfung. Wir versuchen immer möglichst nicht off-label zu impfen, sondern eben mit einer Empfehlung, weil wir denken, dass auch für diese Kinder es wichtig ist, mit voller Sicherheit zu sagen, ja, der Impfstoff ist wirksam, er ist sicher, man kann ihn ohne Probleme auch für diese schwerkranken Kinder verwenden. Vielen Dank. Jetzt wurde mir noch eine Frage zugetragen, die sich speziell auf Kinder mit Diabetes Typ 1 bezieht. Gibt es da jetzt nochmal was Besonderes zu beachten, gerade im Hinblick auf Blutzuckerspiegel? Also tatsächlich ist es so, dass die Kinder mit dem Typ 1 Diabetes, wenn sie denn eine normale Körperfigur haben und nicht adipös sind, was ja in der Regel der Fall ist, dann haben sie in der Regel kein erhöhtes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, was jetzt schon mal eine gute Nachricht ist. Deswegen haben wir es auch gar nicht so eilig mit den Impfungen, sondern versuchen erstmal alle Erwachsenen zu impfen. Es ist so, dass die Impfung natürlich so am gleichen Tag, nach 12 Stunden ungefähr oder auch am nächsten Tag, mal zu kleinen Irritationen führen kann. Das kann auch den Blutzuckerspiegel betreffen. Ist nicht so häufig, aber kann passieren. Insofern muss man da unter Umständen etwas aufmerksam sein. Aber so wie bei jeder anderen Impfung auch. Also das unterscheidet sich nicht von anderen Impfungen. Okay. Wo können sich denn Eltern, die jetzt noch Fragen haben, Informationen holen? Also das geht ganz gut auf der Seite unseres Berufsverbandes und natürlich auch immer auf der Seite des Robert-Koch-Institutes im Internet. Ja, ich hoffe, das Video war für euch informativ. Ihr könnt euch auf der Berufsverbandsseite weitere Informationen holen. Und wenn ihr weitere Fragen haben solltet, könnt ihr mir die natürlich auch gerne zukommen lassen. Ich versuche, diese dann weiterzuleiten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dahin, meine Freunde der guten Pflege.